Hey Freunde, willkommen hier zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Wieder eine kurze One Piece Theorie bzw. eine One Piece Theorie über das Thema Sabo. Im letzten Kapitel bzw. in den letzten Kapiteln durften wir ja mehr über Sabos Persönlichkeit erfahren und genau um die geht es hier nun. Es geht nämlich darum, dass Sabo vermutlich zwei Persönlichkeiten hat bzw. eine gespaltene Persönlichkeit. Es basiert darauf, dass man einige Indizien in Anime bzw. sogar auch im Manga dann deutlich erkennen konnte, wo diese Stellen vorkommen, also wo er die Persönlichkeit wechselt. Ich habe auch schon mit anderen Leuten darüber gequatscht, was denn diese zweite Persönlichkeit ist und welche Rolle sie einnimmt, beziehungsweise ob es ein Vor- oder Nachteil für Sabo ist. Als erstes, wie kommt es dazu, dass er eine zweite Persönlichkeit hat? Er ist ja nach seinem Vorfall mit den Tenryubito zu den Revolutionären gekommen, die ihn dann auch aufgezogen haben. Allerdings hatte er danach einen Gedächtnisverlust, konnte sich also nicht mehr daran erinnern, was wirklich passiert ist und hatte dementsprechend auch keine Erinnerung an Ace und Ruffy. Dadurch, dass er dann von den Dragon bzw. von den Revolutionären aufgezogen wurde, hatte er diese eine Persönlichkeit von Dragon bzw. halt von den Revos. Die Aufziehung war, denke ich, auch ganz gut. Das heißt, ich glaube, dass die Revos eine gute Erziehung ihn teilhaben lassen. Also ich denke nicht, dass sie ihn irgendwie zu einem schrägen Psychopathen erzogen haben. Deswegen ist da die normale Persönlichkeit, die wir gesehen haben, als zum Beispiel Sabo mit Ruffy geredet hat. Eine normale, nette Person, zielstrebig, doch manchmal auch faul. Der normale Sabo halt. Allerdings durften wir auch im Kampf gegen Bastille, also Sabo vs. Bastille bzw. Sabo vs. Gigi's Burgers deutlich sehen, wie es auch nicht sein kann, also wenn er die Persönlichkeit tauscht. Auslöser dafür ist wahrscheinlich, dass es, nachdem er die Erinnerung an seine Brüder, also an seine Familie Ace und Ruffy quasi wiederbekommen hat, wenn jemand über Ace herzieht oder ihn halt schlecht redet bzw. ihn aufhalten will, also Sabo aufhalten will, Ruffy zu helfen, tritt diese Persönlichkeit vor und wird dann auch wirklich aggressiv. Die Persönlichkeit zeichnet sich nämlich damit aus, dass er sich fast in einen Psychopathen verwandelt und echt von nichts mehr zurückschreckt und richtig aggressiv an die Sache herangeht. Allerdings ist es halt so, dass Sabo auch unbewusst in diese Persönlichkeit geht. Das heißt, er kann es nicht kontrollieren, ob er in diese Persönlichkeit nun kommt oder nicht. So haben wir zum Beispiel die Situation, dass Sabo ja auch auf Dressrosa ist für die Revos, allerdings auch für Ruffy. Und nach dem Kolosseumskampf war er ja dann gegenüber der Marine und Bastille, der Vizeadmiral, hat versucht, ihn aufzuhalten bzw. hat versucht, gegen ihn zu kämpfen und wollte ihn dann mit seinem Schwert zerschneiden. Das heißt, er hätte seinem Bruder nicht mehr helfen können. Das heißt, die zweite Persönlichkeit kam nach einer Zeit zum Vorschein und dann hat er Bastils Kopf fast zerquetscht. Ihr seht jetzt hier auch gerade den Blick von Sabo, den man auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte. Es kam wirklich richtig Psycho rüber. Er hat ja dann auch gesagt, ich kann deinen Kopf einfach zerquetschen und hat dann auch Bastille deutlich verletzt. Und da sieht man wirklich, dass Sabo in dem Moment keine Kontrolle mehr über sein inneres Ich hat. Und dann ist es wirklich interessant, ist es ein Vorteil für Sabo? Aufgrund dessen, dass er vielleicht eine stärkere Kampfkraft hat, eine stärkere Drachenklaue zum Beispiel, wenn man jetzt sich auf die Techniken der Revos bezieht, beziehungsweise die Techniken von Dragon, oder schwächt es ihn, weil er zum Beispiel zu Fehlern neigt. Man sieht auch, Sabo wird deutlich leichtsinniger und lässt sich dann von dem Schwert fast treffen, einfach nur um zu zeigen, dass er es zerquetschen kann. Die nächste Stelle, die es allerdings wirklich fast bestätigt hat, war gegen Gigi's Burgers. Wir haben dann nämlich gesehen, dass Sabo Gigi's Burgers auf jeden Fall extrem leicht anscheinend besiegen konnte. Allerdings hat Burgers dann auch noch zu ihm gesagt, dass Ace ein Nichts ist, dass er dann noch vorher gefleht hat quasi, dass sie etwas nicht sagen sollen gegenüber halt Ruffy und Sabo dann natürlich, wenn er Sabo noch am Leben ist. Und er hat dann halt Ace in den Dreck gezogen und hat dafür noch auf jeden Fall eine ordentliche Pauke von Sabo kassiert. In dem Moment war Sabo auf jeden Fall auch extrem geladen und hat auf jeden Fall auch einiges an Wut mit sich getragen, beziehungsweise seine zweite Persönlichkeit kam unbewusst zum Vorschein. Wie komme ich jetzt darauf, dass das auch eine zweite Persönlichkeit ist, beziehungsweise warum hat Gigi's Burgers überhaupt es darauf angelegt? Er war ja quasi schon kampfunfähig und dann sich noch voraussichtlich einen so krassen Schlag auszusetzen, ist ja eigentlich ein dummer Fehler, möchten manche meinen. Hier allerdings die Argumentation der Blackbeard Crew, würde ich mal behaupten. Denn Gigi's Burgers könnte hier Informationen über Sabo sammeln, denn er ist die Nummer 2 der Revos und könnte ein potenzieller Gegner für die Blackbeard Crew sein. Und da kann es natürlich sein, dass Gigi's Burgers Informationen sammeln will. Das heißt, er reizt Sabo, weil sie auch schon die Theorie haben, dass Sabo eine zweite Persönlichkeit hat. Also reizt er Sabo, um herauszufinden, ob die zweite Persönlichkeit ein gefährlicher bzw. ein einfacher oder ein schwererer Gegner ist. Also hat er Sabo gereizt, hat quasi kassiert und weiß nun, ob es ein Vorteil ist, Sabo lächerlich zu machen bzw. Ace und Ruffy lächerlich zu machen, um diese Persönlichkeit rauszuholen, oder ob es ein Fehler ist, die zu haben und deswegen eher bedeckt zu handeln und sagen, dass es ein Fehler war, Ace auszuliefern oder so, um halt Sabo flach zu halten. Ist eine interessante Thematik, da muss man halt auch noch gucken, wie es in den nächsten Kämpfen ist, also ob Sabo dann noch einen Kampf hat und wie dieser dann ausgeht. Auf jeden Fall denke ich,
tatsächlich konnte man recht gut erkennen, dass diese Persönlichkeit da ist. Auch im Anime. Im Anime gab es ja schon den Kampf gegen Bastille. Deswegen könnt ihr euch den ja auf jeden Fall nochmal geben. Ich denke, da ist das ganz gut deutlich geworden. Deswegen hat auch, denke ich, die Theorie eine gewisse Kräftigkeit und ist relativ wahrscheinlich, ist halt kein richtig großes Mysterium, sondern eher eine kleine Runde nebenbei, die halt Sabo noch so einen Schliff gibt, so einen Charakterschliff, der für ihn vielleicht so einen richtig coolen Charakter macht, beziehungsweise halt noch beisteuert, einen individueller Charakter zu werden. Und da bin ich jetzt auf eure Meinung gespannt. Seht ihr das auch so? Könnte Sabo eine zweite Persönlichkeit haben? Oder ist Sabo einfach mit einer Persönlichkeit ausgestattet und war halt einfach nur ein bisschen wütend? Darüber möchte ich gerne mit euch in den Kommentaren diskutieren. Das heißt, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich diskutiere gerne mit und bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao.